Hallo Freunde, also hier haben wir den Aldi-Kompressor der Marke Duro. Das sind die älteren, die vor den FedEx verkauft worden sind. Und hier haben wir das Zubehörset, das jetzt momentan verkauft wird. Und das Zubehörset würde ich ganz gerne mit euch testen. Ich habe das schon mal ausgepackt, um zu schauen, was da alles drin ist. Also für das Geld bin ich absolut begeistert. Und jetzt würde ich ganz gerne einfach mal mit euch die Teile, die drin sind, mit meinem Kompressor durchtesten. So, fangen wir an. Als erstes nutzen wir einmal den Barometer mit Anschluss für Autoreifen. So einen Anschluss habe ich auch an mein Fahrrad und wie ich das nutze, das blende ich euch gleich einfach mal zwischendurch ein. Das mache ich jetzt nicht. Super Teil. Hier noch so ein Knopf, das habe ich noch nicht probiert, werde ich gleich mal machen. Los geht's. Zack, einmal draufstecken, wie an der Tankstelle, nur dass man nicht zur Tankstelle fahren muss. Ja, und dann einmal mache jetzt auf 3,5 bar, zack, fertig. So, naja, was gibt es da zu beachten? Zu beachten gibt es da ganz einfach nur eins, und zwar ist das Ganze bis 8 bar ausgelegt. Der Kompressor schafft aber 10 bar. Das heißt, so an der Funktion würde ich jetzt einfach mal nicht zweifeln. Aber achtet darauf, dass ihr nicht mehr als 10 bar auf den Kompressor gibt, um die Werkzeuge zu benutzen. Ansonsten, wie man deutlich sehen kann, die Wiese flattert. Es funktioniert. Coole Sache. So, als nächstes würde ich ganz gerne das gute Teil ausprobieren. Ich nehme jetzt einfach an, dass es etwas, um Sand zu strahlen. Ich weiß es aber nicht. Da ich jetzt auch keinen Sand zu Hause habe, auch für 8 bar nur ausgelegt, werde ich da einfach mal spaßeshalber Wasser reintun. Und wir schauen mal, was passiert, wenn wir in den Behälter 1 Liter Füllvermögen Wasser drin haben. Los geht's! So, ich nutze jetzt einfach mal Regenwasser. Da muss ich nicht weit laufen. Zack. Fertig. Jetzt wird es tatsächlich spannend. Einmal den Aufsatz drauf schauen. So. Das geht auch. So, und gleich schließe ich die Luft an und mal sehen, was geht. So, jetzt haben wir ein bisschen Druck drauf gegeben. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn man da Wasser reinfüllt. Ha! Wie geil ist das denn? Hammer! Ja, also falls man in Desinfektionsmittel reinfüllt, dann hat Corona keine Chance mehr. Definitiv. Hammer! Das ist doch einfach nur Hammer. Einmal von der Seite. Ja, lasst euch einfallen, was kann man damit machen? Welche gute Funktion hat das Ganze? Und ich will mal sehen, wenn ich das Ganze ein bisschen aufschraube, was dann passiert. Kontern. Ja, da kommt noch ein bisschen mehr raus. Unglaublich. Ey, das macht Spaß. Das muss ich zugeben. Okay. Also die Funktion haben wir schon mal probiert. Weiter geht's. Was bleibt uns noch über? Also wir haben einmal den Schlauch. Gut, den möchte ich jetzt nicht anstecken. Macht nicht viel Sinn. Aber wir haben ja noch hier den Farbsprüheimer mit dem Aufsatz. So, den haben wir hier. Und den würde ich auch ganz gerne ausprobieren. Wobei auch hier werde ich nicht, ganz klar nicht,
Farbe reinfühlen. Das brauche ich jetzt nicht. Ich fülle da auch Wasser nach. So, los geht's. So, zack. Einmal Deckel ab. Wasser rein. Also man kann mir auch keine Verschwendung nachsagen. Es ist tatsächlich Regenwasser. So. Und Deckel drauf. Ganz simpel. Es ist jetzt kein Verschluss, sondern einfach nur ja, einstecken quasi. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Das mache ich gleich mit zwei Händen. Einmal das Ganze hier draufschrauben. Ich zeige euch das mal von vorne. Zack. So, ich schraube das gleich auf, schließe es an und dann sehen wir, was passiert, wenn man ja, Farbe versprüht. Ja, Freunde, das muss ich euch kurz doch noch zeigen. Also wir haben ja hier ein bisschen rumgesprüht, aber tatsächlich scheint es sehr sparsam zu sein. Der Behälter ist noch fast voll mit Wasser, also ich sag mal, es ist jetzt vielleicht ein Fünftel raus. Ich hätte gedacht, es ist viel mehr versprüht worden. Also der Versprüher ist auf jeden Fall sehr, sehr sparsam. Einfach nur so als kurze Info. So, kommen wir mal zu dem Farbversprüher. Also der hat hier zwei Einstellventile, einmal um die Druckluft einzustellen, hier vorne, und einmal da eins, um wahrscheinlich den Farbdurchfluss einzustellen. So, ich habe jetzt nichts dran verstellt, weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt streichen, sondern einfach nur vorführen, was geht. Also das wäre tatsächlich der Farbstrahl. Wenn wir streichen würden mit der Farbpistole, also wie man deutlich sehen kann, wir haben jetzt mal eben so um die 2 Quadratmeter schätzungsweise nass gemacht. Und das Witzige ist, ja, der Topf ist immer noch fast voll. Also wer zu Hause wenn streichen möchte, eine richtig, richtig coole Geschichte. Das muss man zugeben, gefällt mir sehr gut. Demnächst muss mein Bruder streichen, der wird definitiv das Ganze ausprobieren müssen. Ausprobieren müssen. Und ich muss es euch einfach nochmal zeigen. Hammer. Hammer. Also, einfacher kann man doch nicht streichen, oder? Knopfdruck. Was man deutlich merkt, ja, die Luft im Kompressor lässt nach. Schauen wir mal, wie viel Bar haben wir noch. Der zeigt an 2,5, 2,7 Bar in etwa. Ja, viel ist da nicht mehr. Aber damit ist mein Versuch auch schon durch. Also ich bin absolut begeistert. Also das, was Aldi dafür 20 Euro raushaut, das ist unglaublich. Ja, also gerade für Leute, die zu Hause ein bisschen was, ja, sich Zeit sparen wollen, um zum Beispiel zu streichen mit der Farbsprühpistole oder halt ja, Auto aufpumpen oder sonst noch etwas, für das Geld so ein Set genial. Also wie gesagt, ich bin begeistert. Das Restwasser kommt jetzt in die Regentonne. Von meiner Seite war es das. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. So, falls jemand da tatsächlich begeistert von ist. Also wie gesagt, das habe ich jetzt für mich gekauft. Privat für mein eigenes Geld. Aber falls jemand da sagt, boah, was ist das? Das gibt es bei Aldi. So sieht das Ganze aus. Ist von FedEx. Zubehörset für Kompressor. Und von meiner Seite sage ich einfach nur Hammer. Einfach nur Hammer. Super Teil.
bin begeistert. Macht auch richtig Freude. Also einfach nur auch zu Hause hier. Vielleicht ein Gewächshaus später Tomaten zu besprühen oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob man das macht. Muss mal gucken. Cool. Einfach nur cool. Ja, von meiner Seite war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.